So, meine Freunde, bevor wir zum Video kommen, ich habe nämlich was vergessen, aber mir ist noch gerade so eingefallen, nämlich die Kommentare, meine lieben Freunde. Ja, und bevor, ihr dürft auch gerne jetzt schon schauen, dass ihr das Video teilt, abonniert. Ja, wenn es euch gefällt, mal einen Daumen nach oben da lasst. Wäre ich sehr, sehr dankbar dafür. Ansonsten haben wir Kommentare gehabt, einmal von der lieben, guten Nadine, und sie hat geschrieben, wie wäre es denn vielleicht auch mal mit einem Aufräumvideo, also quasi irgendwie so deine Tipps zum Aufräumen. Also da haben wir zum Beispiel morgen, zeige ich aber auch in dem Video gleich, machen wir den Keller mal gucken, ob da was zusammenkommt, weiß ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall das mit aufnehmen. Und von der lieben Steffi kam der Kommentar, ich will auch mit Luna knuddeln, das glaube ich dir gerne. Aber sie schläft halt immer in letzter Zeit. Die ist immer hier im Körbchen, aber ich muss mal ran. Mal so, ja. Ja, kannst du mal mit der knutschen. Kleine Meckerjule. So, die will halt in letzter Zeit, ist ja halt kuschelbedürftig. Ja, sie kommt auch gerne an mit Kuscheln, aber die will halt um jetzt Zeit sehr viel schlafen. Ist ja auch in Ordnung, soll sie ja auch. So, und das waren die Kommentare und da kommen wir jetzt genau zum richtigen eigentlichen Video. Vielen, vielen Dank. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Big Wave TV. Die liebe Luna ist auch mit am Start. Die war wieder in ihr Häuschen drin. Lass uns mal drinnen. Die kleine süße Maus geht hier. Und was geht's heute? Ja, ich wollte eigentlich rausgehen, weil das Wetter macht überhaupt nicht mehr, das ist zu wechselhaft. Und bevor ich in extrem Regen reinkomme mit Luna und alles. Und naja, ist aber auch nicht schlimm, denn ich habe ja gestern was Schönes gekauft. Das wollte ich eigentlich auch später machen. Dachte ich mir, gut, machen wir es halt heute. Dann tauschen wir halt die Plätze. Und was geht's? Ich war gestern einkaufen im Lidl und da habe ich dieses Produkt gefunden. Das ist erstmal schön vegan und ist eine Pizza und da kosten zwei Stück 2,69 von der Firma Alfredo herstellen. Der Hersteller ist Ostpelt Food GmbH aus Apolda. Ja, also zwei Stück 2,69 finde ich schon mega. Also wir haben hier Pizza kalorientechnisch haben wir 571 Kilokalorien. Also das ist schon ordentlich gut, das ist auch eine ganze Pizza, darf man ja auch nicht vergessen. Meistens isst man ja eine Pizza zu zweit oder zu dritt, je nachdem. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich schon mal sehr auf dieses Produkt. Ich lese mir noch die Zutaten vor, vielleicht interessiert es jemanden. Ich habe hier Weizenmehl ist drin. 20% zerkleinerte Tomaten, 18% Spinat, 2,8% Cherry-Tomaten, Trinkwasser, 7,7% Champignons, Margarine, Rapsöl, pflanzliche Fette, Chia, Kokos, Trinkwasser, Emulgatoren, Silzitine, Sonnenblume, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Speisesalz, Säurungsmittel, Zitronensäure, Rapsöl, Zucker, Speisesalz, Backhefe, Zwiebelpulver, Oregano, Weizensauerteig, getrocknet Weizenquellmehl, geröstetes Malzmehl, Weizengerste, Knoblauchgranulat, modifizierte Stärke und kann Spuren von Soja, Sellerie, Senf und Sesam enthalten. Gut, also ist doch eine ganz schöne lange Liste für eine Pizza. Ich zeige es mal den Karton. Wie gesagt, 2,69 € im Lidl habe ich jetzt entdeckt. Dachte ich, probiere es mal aus. So sieht sie dann aus. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich schalte es mal so leicht. Ich hoffe, man sieht es. So sieht sie dann aus, wenn sie fertig gebacken ist. Ich werde mir jetzt noch ein Stück auf abnehmen und dann ja. So, jetzt habe ich heute noch. Mal in die Kamera, dass ihr das auch so schön seht. Ja, ich probiere es einfach mal. Mal schauen, wie sie ist. Also, sie schmeckt jetzt nicht schlecht, aber ich finde, es fehlt so ein bisschen was. Ein bisschen Liebe noch rein, so ein paar Gewürze noch rein. Oregano, was drin sein soll, schmecke ich überhaupt nicht raus. Muskat schmecke ich auch nicht, weil Muskat drin. Also, ich würde vielleicht auch ein bisschen Muskat dran haben wollen. So ein bisschen und auch so ein bisschen mehr. Das Spinat schmecke ich überhaupt nicht und die Champignons, die drauf sein sollen, schmecke ich auch nichts. Also ich sehe es, schmeckt es aber nicht.
Das Einzige, was man hier schmeckt, ist, sind die Tomaten. Die sind sehr, sehr fruchtig. Spinat läuft ein bisschen dran vorbei und es ist schade. Also man kann sie essen, so ist es nicht. Es schmeckt schon, aber eben halt, ich finde, sie schmeckt so gerade heraus. Da fehlt noch so ein bisschen was zu... Ja, kann man natürlich auch, wenn man Bock hat, selber drauf machen, noch ein paar Gewürze dran machen. Ich glaube, dann ist sie gut. Aber ich finde aber auch, dass es eine geile Idee ist, mal diesen Weg zu gehen. Also einer fängt an, der andere, ich weiß nicht, wie lange es die schon auf dem Markt gibt. Ich war gestern wieder drauf. Ich finde es mega gut, dass die Produkte... Hatte ich die schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern. Habe ich schon? Ich weiß es echt nicht mehr. Egal. Jedenfalls finde ich das gut, dass die Produkte immer mehr in die Richtung gehen. Finde ich mega geil, weil es einfach für die Leute dann für mich einfacher ist. Ja, also man kann sie essen. Wie gesagt, 2,69 zwei Stück. Aber es fehlt so ein bisschen was heraus. Ich gebe diesem Produkt, ja, ich muss es sagen, 6 von 10 Punkten. Also es ist jetzt nicht so, dass es schlecht ist, aber es fehlt halt so ein... Ihr wisst, was ich meine. Es fehlt halt dieser gewisse Kick. Sagen wir so, wie es ist. Ja, das war es mal soweit von heute. Das mit dem Video. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, was anderes machen. Aber das ist halt durch das Wetter. Gerade jetzt kommt wieder die Sonne raus und halt wieder, es ist so wechselhaft. Und ich habe keine Lust, in den Wald zu gehen und dann rasch. Das hatte ich mich eigentlich vor. Aber was ich morgen machen werde, ist, morgen werde ich meinen Keller aufräumen und vielleicht seid ihr dann mit dabei. Mal schauen. Ansonsten, ja, so denke ich mal, wird das laufen. Und am Sonntag, meine Freunde, dann, also das seht ihr dann am Montag, dann gehen wir schön mit Christian weg. Ich weiß nicht, wie oft wir weggehen, aber wir werden weggehen und dann werden wir schöne Aufnahmen wieder starten. Und da denke ich mal, dürft ihr euch drauf freuen. Ich freue mich ja immer drauf und dann denke ich mal, dann rocken wir die Bude. Ansonsten, ja, wie gesagt, morgen machen wir ein schönes Keller aufräumen vor dem Tag und dann schauen wir mal weiter. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen, meine lieben Freunde. Dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Also wer sie kaufen will, wie gesagt, Mädel 2,69, zwei Stück. Man kann sie essen. Probiert es einfach mal selber aus, vielleicht habt ihr auch einen anderen Geschmack. Und wenn ihr es probiert habt, schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr sie findet. Ich hätte zum Beispiel jetzt, was mir einfällt, noch nicht nur Knoblauchgranulat genommen, sondern wirklich schön Knoblauch noch mit drauf gemacht, Knoblauchöl und sowas halt. Das fehlt so ein bisschen. Dieses, ja, aber probiert es einfach mal selber aus. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr sie findet. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich sage Hi Ten. Bis dann. Wie immer gilt, Daumen spreizen, sich mit Likes geizen lassen. Ab oder aktiviert die Glocke. Teilt das Video mit euren Freunden, dass sie auch was von haben. Dann sage ich vielen, vielen Dank dafür. Bis morgen. Auf Wiedersehen.